Aloha und herzlich willkommen bei See You Soon, dem Podcast für Surfer und Saltwater Souls. Ich bin Sabine Spalleck, Surferin und Naturtherapeutin und freue mich, dass du heute hier bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir übers achtsame Surfen sprechen, übers achtsame Wellenreiten. Und wie ich dazu gekommen bin, also wie meine eigene Geschichte war, wie ich mehr Achtsamkeit auch wirklich ins Surfen integriert habe, warum es so wichtig ist in meinen Augen und wie sich dein Surfen verändern kann dadurch, wenn du es machst, wenn du es mit einbindest. Und ich gebe dir gewisse Rituale mit an die Hand, welche ich mittlerweile mache. Und dann kannst du dir für dich was rauspicken, was vielleicht sich für dich gut anfühlt, was du beim Surfen anwenden kannst, aber auch ein paar Tipps für den Alltag außerhalb, wenn du deines Surfurlaubs. Also ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Meine eigene Reise, also meine eigene Abenteuerreise oder Liebe zum Wellenreiten hat 2013 an der französischen Atlantikküste seinen Anfang genommen. Seitdem hat sich aber viel in meinem Leben verändert. Also zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung oder wirklich nur im Ansatz. Ich habe da zwar schon Yoga angefangen, also ich habe fast zeitgleich mit dem Surfen und mit dem Yoga angefangen, dass Achtsamkeit in mein Leben getreten ist, aber wirklich minimal. Und ich hatte aber auch gar keine Bedeutung oder ich war mir nicht dessen bewusst, was überhaupt achtsames Surfen ist oder dass ich das überhaupt integrieren kann. Und eine der größten Veränderungen ist meine bewusste Verbindung zur Natur, die ich im Laufe der letzten Jahre hatte. Also das Wissen, nicht getrennt davon zu sein, also ein Teil von Mutter Erde zu sein, von diesem Planeten. Und dadurch hat sich auch mein Wunsch und auch beziehungsweise mein Interesse entwickelt, achtsamer meine Surf-Session, also zu haben, das zu erleben und Achtsamkeit in meine Surf-Session zu integrieren. Und seit geraumer Zeit wird, also vielleicht denkst du schon, rollst mit den Augen, Gott, schon wieder Achtsamkeit. Denn das Wort wird mittlerweile sehr inflationär schon in den Medien verwendet. Also es gibt wirklich keine Zeitschrift oder auch kein Podcast, der dir erzählt, wie wichtig Achtsamkeit ist und wie sehr es dein Leben bereichern kann, wenn du es lebst bzw. in deinen Alltag integrierst. Aber ja, ich kann all diesen Stimmen nur beipflichten. Es ist so, es ist etwas sehr Einfaches, wozu du eigentlich gar nichts brauchst, außer dein eigenes Bewusstsein und dich zu entscheiden, etwas zu verändern. Und da möchte ich dich heute etwas mitnehmen. Also fangen wir mal so an, was ist Achtsamkeit überhaupt? Also was hat es mit diesem Wort auf sich, was verbirgt sich dahinter? Und Achtsamkeit ist die Praxis, einen Moment für das zu genießen, was er ist und ihn mit deinem Geist, Körper und mit deiner Seele, also vollständig in diesen Moment einzutauchen. Also es ist ein Zustand wahrer Präsenz, in dem du den gegenwärtigen Moment, also das, was wirklich gerade passiert, deine vollkommene Aufmerksamkeit schenkst und nicht abgelenkt wirst von irgendetwas, also ganz im Hier und Jetzt bist. Und Achtsamkeit bedeutet, dir deiner Gedanken, Gefühle und Körperempfindung konsequent bewusst zu sein. Also es geht auch darum, deine Gedanken und Gefühle ohne Bewertung zu beobachten und dich für nichts davon zu verurteilen, sondern alles einfach sein zu lassen und alles zu erlauben, da zu sein, also dich dem voll hinzugeben. Und nichts davon ist gut oder schlecht, also keins deiner Gefühle oder Gedanken, was da aufkommt. Also alles darf sein, alles ist willkommen, was gerade gesehen, gefühlt oder gefühlt werden möchte. Und wenn du Achtsamkeit übst, dann passt du deine Gedanken an das an, was du im gegenwärtigen Moment fühlst oder spürst. Anstatt vielleicht wie gewohnt
deiner Vergangenheit oder alten Dramen, ne, irgendwie das erneut aufzuwärmen und ne, daran festzuhalten oder also, oder in die Zukunft. Also es geht ja beides. Es geht um die Vergangenheit und um die Zukunft. Beides daran nicht festzuhalten und also auch nicht an die Zukunft zu denken. Vielleicht hört sich das alles gerade noch sehr theoretisch für dich an und kompliziert und abstrakt. Dann kann ich nur sagen, also keine Sorge, wir gehen das jetzt mal ein bisschen zusammen durch, Schritt für Schritt. Und ich gebe dir Achtsamkeitsübungen heute mit für deinen Alltag, die du außerhalb deiner Surf-Session anwenden kannst und üben kannst. Und aber auch speziell welche für deine nächste Surf-Session. Da gebe ich dir auch ein paar mit, damit du Step by Step anfangen kannst, Achtsamkeit in deinem Leben zu integrieren. Und du wirst sehen, das verspreche ich dir, es ist gar nicht so schwer und es macht, finde ich, sogar einen Riesenspaß. Okay, vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, warum das Ganze? Also warum du Achtsamkeit zelebrieren solltest, warum das so kostbar ist. Achtsamkeit soll dir dabei helfen oder kann dir dabei helfen, mit der Welt bzw. mit der Natur mehr in Kontakt zu treten, anstatt dich von ihr zu entfremden oder anstatt sich von ihr zurückzuziehen. Und regelmäßiges Achtsamkeitstraining verändert die Art und Weise, wie dein Geist arbeitet. Vielleicht hast du das schon von einigen Yogis gehört oder von Menschen, die meditieren, welchen Einfluss das halt auf deinen Geist haben kann. Also du verinnerlichst immer mehr, wie wichtig der gegenwärtige Moment ist und dass du weniger Energie und Fokus in die vergangenen Erinnerungen und Erfahrungen investieren solltest. Also diese Präsenz in dem aktuellen Moment kannst du dadurch einfach üben. Und durch eine kontinuierliche Achtsamkeitspraxis erschaffst du einen Raum zwischen den Dingen, die du erfährst und deine emotionale Reaktion darauf. Also du trainierst dabei deinen Geist bzw. dein Gehirn, alternative Antworten bzw. kreative Lösungen zu finden. Und du kannst halt alles, was halt dir begegnet, einfach mit mehr Abstand betrachten und rationalere Entscheidungen treffen, anstatt nur sozusagen impulsiv aus alten Vergangenheiten oder aus alten Mustern darauf zu reagieren. Also du kannst wirklich, so als würdest du einen Schritt raustreten und kannst es dann ohne Drama viel objektiver betrachten. Also wirklich großartig. Also eins der größten Geschenke, die Achtsamkeitstraining für mich mir geschenkt hat. Die Frage ist jetzt noch achtsames Surfen. Also das ist so das Allgemeine, was ich vorhin meinte, was Achtsamkeit dich beschenken kann in deinem Leben. Und jetzt noch mal speziell achtsames Surfen. Was bedeutet das? Wie schaut das aus? Also Surfen selbst ist schon eine Form von Achtsamkeit, sozusagen Achtsamkeit in Bewegung. Und Surfen erfordert ja deine volle Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Beim Surfen sind all deine Sinne, all deine kompletten Sinne sind komplett wach. Und also da du unmittelbar in dich halt in einem bewegenden Element bist und damit interagierst. Und wenn du da draußen bist im Meer, dann geht es ja darum, die perfekte Welle zu erwischen. Beziehungsweise nicht von einem ankommenden Set irgendwie überrollt zu werden. Also, dass du immer agieren musst mit der Natur zusammen. Also, du hast verschiedene starke Reize, die deine volle Aufmerksamkeit fordern, um deinen Fokus zu behalten. Und beim Surfen musst du die Wellen lesen, das Wetter analysieren und verstehen. Du musst stets deine Position im Wasser verändern, zum Beispiel, ne, um den richtigen Zeitpunkt abzupassen, ne? Wo ist der beste, perfekte Peak, um dein Take-off zu starten, dich richtig zu positionieren. Also du bist ständig dabei, dich in diesem Moment zu agieren. Und zu guter Letzt musst du halt noch zusätzlich, ne, dein Gleichgewicht, Körperspannung, also dich voll konzentrieren, um dich aufrecht zu halten und um nicht sofort wieder ins Wasser zu fallen. Also du bist voll da. Also das ist, vielleicht kennst du das ja selber, dass du im Wasser bist und nichts anderes ist in deinem Kopf, was immer vielleicht auch vorher für ein Chaos herrschte. Und draußen im Meer gibt es genau noch zusätzlich kein Telefon, kein WLAN, also einfach nichts außer digitalen Welt ist einfach im Meer vorhanden, was dich zusätzlich ablenken könnte. Da ist nur du, dein Surfboard und das Meer.
Freiheit und Fokus sind hier vereint. Und damit ist halt, was ich schon meinte, Surfen eine Art von aktiver Meditation. Und wenn du ins Wasser gehst, vergisst du all deine Sorgen. Du kannst dich von all deinen Problemen, der Informationsflut und deinem Alltagsstress einfach lossagen und alles förmlich von dir abwaschen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl und weißt gerade und hast ein Lächeln auf den Lippen und denkst und nickst und denkst, Biene, genau das, ich weiß, wovon du sprichst. Und draußen im Meer gibst du dich vollständig dem Meer hin. Also du tauchst völlig in dem Meer einfach ein und du konzentrierst dich auf deine unmittelbare Umgebung. Und dieses Eintauchen bzw. Verschmelzen verjagt all deine äußeren Gedanken und du kannst dich voll und ganz diesem Moment widmen und ihm hingeben. Und wir nennen es ja manchmal auch Flow oder Stoked. Und genau das ist dieser magische Surfzustand und das ist Achtsamkeit, gelebte, gesurfte Achtsamkeit. Ich will noch ganz gerne auf ein paar Unterschiede oder Besonderheiten eingehen, was Achtsamkeit angeht, beziehungsweise zur alltäglichen Achtsamkeitsübung und speziell der Unterschied, was das Surfen angeht. Denn Achtsamkeitsübungen sind oft Momente der Stille. Und diese können dir dabei helfen, ne, dich bewusster zu spüren, dich auf dich zu zentrieren und gelassener zu sein. Und achtsames Surfen funktioniert hier etwas anders. Da liegt der Fokus auf etwas anderem. Und nämlich beim Surfen geht es nicht darum, nichts zu tun, wie zum Beispiel bei der Meditation, sondern es geht darum, voll und ganz bei dem zu sein, was du tust. Und in unserer Welt bzw. in unserer Gesellschaft, in der wir konstant von anderen Menschen, Medien und Eindrücken umzingelt sind und alles, was auf uns einprasselt, müssen viele von uns vielleicht erstmal wieder lernen, sich mit ihrem inneren Selbst zu verbinden. Und Surfen ist Achtsamkeit in Bewegung bzw. in Aktion. Und alles, was du dafür brauchst, ist dein Surfboard, dein Neo, dein Bikini und das Meer. Und im Meer heißt es dann, die Wellen zu beobachten, auf die passende Welle zu warten, paddeln und diese zu reiten. Und diese simple Tätigkeit erfordert deine volle Aufmerksamkeit. Letztendlich zwingt dich das Surfen förmlich, also das Surfen zwingt dich förmlich zu einer Art Achtsamkeit. Und Surfen hilft dir dabei aus deinem, also wir haben es ja häufig ja so im Autopilot, ne, dass wir so fremd, ja, alles automatisiert eigentlich alles machen und gar nicht mehr wirklich bewusst fühlen, spüren und wahrnehmen. Und Surfen hilft dir dabei, aus diesem Autopiloten auszusteigen, der uns halt sonst einfach im Alltag regiert oder bestimmt. Und Achtsamkeit beim Surfen ist auch ein Eintauchen in die Natur. Und es macht dir begreiflich, dass du ein Teil davon bist und nicht abgeschnitten oder getrennt. Und für mich ist es so der Ruf der Wildnis. Und da bin ich halt in dem Moment, genau, du bist aktiv, also präsent, wach und mega zielorientiert. Denkst, okay, die will ich jetzt haben. Das nächste Set rollt an, ich positioniere mich. Und genau diese nächste Welle, die gehört dann mir. Und deine ganzen Sinne und die ganze Wahrnehmung werden in solchen Momenten geschärft. Und du lernst bzw. entwickelst immer mehr ein Gespür für die Natur, was sie braucht und leitet. Also ne, was Winde angeht, Strömung, Wellentypen, Mondzyklen. Und wo in all diesem ganzen Naturzyklus, wo dein Platz ist und wo du deinen Platz dort in dieser Naturgewalt für dich findest. Und wenn du surfst, bist du unglaublich fokussiert. Und manche Menschen würden sogar sagen, ne, dass es eine Art Trance-Zustand ist, wenn du surfst, weil halt alles weggeblasen ist, wirklich alles wegradiert aus deinem Kopf. Und diese Momente, finde ich, sind so magisch und so kostbar. Und ich glaube, deshalb sehen wir uns auch so sehr nach. Oder deshalb können Surf-Urlaube oder Surf-Momente, sind die so kostbar, weil wir da zu 100% bewusst und achtsam sind und dass wir uns danach sehen, nach diesen ganz bewussten Momenten.
Und die können wir uns aber auch so in unserem Alltag kreieren. Wir müssen sie nicht nur im Surfurlaub haben oder darauf warten. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch so viel mehr oder warum Surfen und Achtsamkeit so gut zusammenpassen, warum das so eine perfekte Symbiose ist. Denn Surfen eignet sich so perfekt als Achtsamkeitsübung, weil du durch die kraftvolle Natur und deinen Willen bzw. den Wunsch, eine Welle zu reiten bzw. nicht vom nächsten Set überrollt zu werden, an nichts anderes denkst oder tust. Also du bist meistens auf deinem Surfbrett, das ist diese Zeiten, diese Momente, da bist du im absoluten Hier und Jetzt. Hier ist keine Zeit oder kein Platz für Sorgen, für irgendwelche Probleme, die dich vorher vielleicht beschäftigt haben oder Zukunftsängste oder alte Sachen aus der Vergangenheit. Du bist einfach nur im Flow, du bist stoked. Und Sport bzw. Bewegung in der Natur verbessert deine geistige und körperliche Gesundheit. Und das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Surfen reduziert Stress und es verbessert deine Aufmerksamkeit, deine Stimmung und dein allgemeines Wohlbefinden. Und du wirst jetzt wahrscheinlich auch lächeln und denkst, ja, Biene, genau so ist es. Das ist die von vielen von uns die beste Zeit, die wir haben, wenn wir da draußen im Meer sind. Und beim Surfen entsteht ein extremer Kick aus Neurochemikalien in deinem Körper, die mit Glück und Wohlbefinden einhergehen. Und dieser Mix aus Endorphin und Dopamin trägt zur Verringerung von Stress bei und zur Steigerung deiner Aufmerksamkeit. Und was bei dir dieses High verursacht. Und das erklärt also auch das Dauergrinsen von uns, wenn wir aus dem Wasser kommen. Und ein Lächeln, das nicht mehr aus deinem Gesicht verschwindet. Und manchmal auch Stunden danach nicht, ne? Dass du wirst dieses High kennen, dass es dich durch den ganzen Tag trägt, dieses Hoch. Und Surfen geht für mich mehr über die Ausübung, also es ist mehr als nur Sport. Bei mir hat es sogar zu einem erfüllteren und sinnvolleren Leben geführt. Das sind echt große Worte, aber das ist wirklich der Fall. Also es hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass im Wasser gelernte Lektionen deine emotionale Intelligenz steigern. Und die Herausforderung des Surfens spiegelt viele Herausforderungen und Stressfaktoren wider, mit denen wir in Beziehung und im alltäglichen Leben konfrontiert sind. Und dass du aus einer Surf-Session ganz, ganz viel rausziehen kannst, was du im Leben anwenden kannst, um damit besser fertig zu werden oder es anders, ne, mit anderen Augen zu betrachten. So, genug geschnackt über die Theorie, warum achtsames Wellenreiten so großartig ist. Kommen wir zur Praxis. Wie kann das denn genau aussehen? Und Surfen ist ja schon eine sehr aktive Achtsamkeitsübung an sich. Das habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt. Ich möchte dir jetzt ein paar Achtsamkeitsübungen mit dir teilen, in denen es darum geht, zuzuhören oder zuzuschauen, bevor oder nach der Surf-Session. Und pick dir mal eins, also das sind vier Übungen, die ich gleich mit dir teile und vielleicht pickst du einfach eine davon raus, vielleicht auch zwei und möchte dich einladen, das einfach mal in deinem nächsten Surfurlaub, in deiner nächsten Surf-Session einfach mal anzuwenden und dass du mal beobachtest, ob sich deine Surf-Session dadurch verändert und dein Bewusstsein, wie dein Surf ist oder danach, wie es dir geht. Und zwar ist einmal die erste Achtsamkeitsübung, die ich mit dir teilen möchte, ist das Lauschen. Also einfach mal vor oder nach dem Surf einfach am Meer stehen, deine Augen zu schließen und dem Meer zuzuhören. Und dem Wind zuzuhören, wie er vielleicht mit deinen Haaren spielt und wie er um dich, ne? Guck mal, kommt drauf an, wie viel Haut bei dir raus ist, ne? Wie viel rausguckt, ob es nur dein Gesicht ist, was von deinem Wind gestreichelt wird oder ob du gar kein Neo anhast. Und die Sonne auf deinem Gesicht zu spüren und vielleicht bist du mit deinen Füßen sogar noch im Meer, sodass du das Meer spüren kannst, wie es mit deinen Füßen spielt und du immer weiter hineinsinkst. Also ja, der Begriff Lauschen und einfach mal der Natur
mit all ihren Facetten, ne, einfach dem Ganzen mal zu lauschen. Die nächste Achtsamkeitsübung, da geht es um das Wachsen deines Bretts. Also mach mal das nächste Mal das Board einwachsen, mach das zu einem besonderen Moment. Und sieh dein Brett symbolisch als dein Bewusstsein, indem du alle negativen Gedanken und Emotionen mit deinem Wachs ausradierst. Und du damit halt, nachdem du halt sozusagen all, durch das Wachsen all diese negativen Gedanken und Emotionen entfernst, dass du ganz positiv und ausgerichtet in deine nächste Surf-Session gehst. Also mit einer ganz anderen Intention vielleicht als sonst. Der dritte Achtsamkeitstipp ist Loslassen. Und zwar, wir alle kennen die Frustration einer misslungenen Surf-Session. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Zum Beispiel zu viele Menschen im Line-up. Die Wellengröße passt nicht gerade zu deiner Kondition oder zu deinem Level. Oder dass du vergeblich, ne, dass du gerade keine Power hast, um dich rauszukämpfen. Oder du keine Welle erwischt hast. Es gibt so viele Gründe in deinem Kopf, beziehungsweise dass dein Ego übergroß ist und dass von unserem kleinen Soul-Surfer-Herz, dass, ne, dass unser Ego da vom Besitz ergreift und davon mal loszulassen. Und mach dir keine Gedanken darüber, über all diese Ego-Themen. Paddel mit einem Lächeln raus, teil die Welle und hab Spaß. Und all diesen Druck mit Leistung einfach mal loszulassen und nicht mitzunehmen. Die vierte Übung ist, nenne ich gehalten, ja, sich gehalten fühlen. Und zwar, wenn du draußen im Meer bist, such dir eine sichere Stelle. Also, wo halt keine Wellen brechen, wo du weißt, okay, hier kann ich gerade, ne, hier kann ich mich aufhalten und die Augen schließen und für mich sein. Und dann guck mal, wie es für dich ist. Leg dich aufs Brett, bleib auf deinem Brett sitzen und schließe für eine Weile die Augen. Und dann atme tief ein und aus und spüre und fühle den Rhythmus der Wellen, wie du, ne, wie es langsam schwappt, wie du auf dem Wasser gleitest bzw. dich auf dem Wasser bewegst und nimm wahr, wie das Meer dich ganz, ganz sanft trägt und es hält, dass das Meer für dich da ist und ihr zusammen, dass ihr eins seid. Und ich bin sehr, sehr gespannt, also wenn du da Lust hast, mir mal zu teilen, welche Übung, vielleicht hast du noch ein paar andere Achtsamkeitsübungen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir die später vielleicht einfach nochmal in die Kommentare schreibst bei einem Instagram-Post und oder welche Erfahrung du vielleicht gemacht hast, wenn du eins dieser Achtsamkeitsübungen angewandt hast. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Mir stellt sich auch immer noch die Frage, wo fängt und hört Achtsamkeit eigentlich auf? Oder sagen wir mal so, was macht für mich achtsames Wellenreiten aus? Und das sind nicht nur diese Rituale, sondern noch ein paar andere Dinge. Und zwar ist es einmal, ein achtsamer Surfer hört auf die Signale seines Körpers. Das heißt, egal ob Schmerz oder Erschöpfung, zum achtsamen Surfen gehört ein gutes Körpergefühl zu haben. Und also nimm die Signale deines Körpers bewusst wahr und schenke diesen Signalen die Aufmerksamkeit, also deinem Körper die Aufmerksamkeit, die er verlangt. Und sei geduldig und gut zu dir, also gentle. Nimm dir Zeit und achte auf die Signale deines Körpers. Ein weiterer Punkt ist, ein achtsamer Surfer respektiert die Natur. Und jeder Mensch sollte dazu beitragen, unseren Planeten zu retten, Surfer oder Nicht-Surfer. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Und ich habe zu dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltig Surfen einen Artikel gemacht und auch einen Artikel geschrieben und auch eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinke ich dir nochmal unten in die Shownotes, wenn du dich damit nochmal mehr auseinandersetzen möchtest. Aber das ist, könnte zum Beispiel beim Surfen halt so sein, dass du nach deiner Surf-Session jedes Mal Plastik vom Strand mitnimmst. Alles, was halt für jede Hand, die frei ist, dass du sozusagen damit Plastik einfach mitnimmst, was sich am Meer befindet. Wie gesagt, weitere Infos findest du dann in den Shownotes.
Und ein achtsamer Surfer zelebriert die Zeit im Meer als etwas Kostbares. Und die meisten von uns sind deutlich selten am Meer, als sie sich das wünschen. Also wir landlocked Deutschen, Österreicher und Schweizer, wir haben es ja schon ziemlich hart. Und wie wäre es, wenn du dich vor und nach deiner Surf-Session beim Ozean bedankst und um die gute Zeit bittest, also im Vorfeld zum Beispiel. Das heißt, dich für die sanften Wellen zu bedanken und dass du mit dem Ozean spielen durftest und für all die Überraschungen, die das Meer heute für dich bereitet. Also als würdest du einen guten alten Freund nach langer Zeit wiedersehen. Da gehst du ja auch nicht, also ne, du begrüßt ihn ja auch, wenn du ihn lange nicht gesehen hast, oder du verabschiedest dich ja von Freunden auch. Und ich finde, das ist auch etwas, ein sehr, sehr schönes Ritual, und deutlich zu machen, wie kostbar diese Zeit im Meer ist und die, die zu zelebrieren. Ein weiterer Punkt, an dem man einen achtsamen Surfer erkennt, ist, er übt sich nicht in Kontrolle, sondern in Vertrauen. Also wenn du versuchst, eine Welle zu beherrschen, wirst du scheitern. Surfen erinnert dich daran, dass es immer Kräfte gibt, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Und wir versuchen oft, unser Leben zu planen und zu kontrollieren und alles zu wissen und alle Schnüre, ne, alles in den Händen zu halten, alles zu delegieren. Aber beim Surfen geht es nicht um Kontrolle, sondern es geht um Vertrauen. Abzugeben, uns dem hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass alles zu unseren, also dass die, alles, was passiert, zu unseren Gunsten passiert. Und darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Jetzt habe ich ganz viel über das achtsame Surfen gesprochen, also wie, welche Übungen oder Rituale du am Meer machen kannst. Und denkst, ja Mensch, super, da bin ich aber nur 2-3 Mal im Jahr. Wie schaut es denn vielleicht im Alltag aus, also im Hier, ne? Im Hier und Jetzt? Und worum es ja so wichtig ist, ne? beim Bewusstsein, beim Achtsamsein, dass es nicht nur um besondere Momente geht, sondern um es ja jederzeit einzubinden. Und du musst, um Achtsamkeit zu üben, musst du gar nicht an irgendeinem besonderen Ort sein oder bestimmte Rahmenbedingungen haben. Du kannst kleine Achtsamkeitsrituale ganz einfach und überall, jederzeit in deinem Alltag einbinden. Und ich finde die Übungen allerdings, die was mit der Natur zu tun haben, finde ich besonders kraftvoll, weil sie zumindest bei mir echt nochmal was anderes mit mir machen und ich mich da nochmal mit mir verbunden fühle. Aber es gibt auch definitiv ein paar andere Achtsamkeitsübungen und da will ich dir ein paar nennen. Und zwar ist es einmal, also 3 Stück will ich dir mitgeben. Es gibt noch so viel mehr, aber die 3 will ich dir einfach mal mitgeben, weil du sie echt ganz, ganz einfach umsetzen kannst. Und das ist einmal genießen. Also versuch mal das nächste Mal in einem, ne, wenn du in einem Café bist und dort etwas trinkst, zum Beispiel einen Kaffee trinkst, genau diesen Moment ganz, ganz bewusst zu genießen. Also es ist ganz einfach. Also genieß deinen Kaffee. Nimm ihn nicht mit, also kein To-Go. Lass auch, und keine Ablenkung dazu. Also lass das Telefon beiseite, hab kein Buch dabei, teile den Moment nicht auf Instagram und beschäftige dich nur mit deinem Kaffee oder mit deinem Getränk, was du hast, oder der Tee, was auch immer. Also nur mit dem Geschmack und dem Geruch und zum Beispiel die Geräusche im Kaffee, die Mühle vielleicht oder das Nebengeplapper, das Geklirre vom Geschirr. Nimm alles ganz, ganz bewusst wahr. Und das ist schon achtsam sein. So simpel ist es. Also alles mit allen Sinnen diesen einen Moment wahrnehmen. Und das kann auch einfach 1-2 Minuten dich nur dem widmen. Das ist schon, finde ich, wenn man das anfängt, schon mega krass. Also es flasht mich immer mal wieder, wenn man das macht. Ein weiterer schöner Tipp für den Alltag ist, verbanne Multitasking. Manche Menschen sind ja wahnsinnig stolz, wenn sie sagen, super, ich kann irgendwie 3-5 Dinge gleichzeitig machen. Versuche wirklich
Vielleicht sträubt sich da bei dir gerade auch alles. Verbanne so oft wie möglich Multitasking aus deinem Leben. Denn mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, ist der Achtsamkeitskiller überhaupt. Und wenn es nur sowas ist, schon Zähne putzen und nebenbei die Haare, also ne, Zeit sparen, irgendwie nebenbei die Haare föhnen oder also einfach, ne, oder mit der Zahnbürste die Wohnung laufen und nebenbei halt, ne, die Klamotten noch aufräumen, ja, das kann man mal, passiert mal vielleicht in stressigen Zeiten oder Tagen und das sollte man auch nicht verteufeln, aber versuch mal, genau, Multitasking, also mehrere Dinge gleichzeitig, das wirklich nicht mehr zu tun. Eine weitere Achtsamkeitsübung ist Zeit mit dir allein. Vielleicht machst du das sogar schon ab und zu. Wenn nicht, kann ich dich wirklich nur dazu einladen, nimm dir öfters mehr Zeit nur mit dir allein, und in dieser Zeit Achtsamkeit zu üben. Also grundsätzlich ist es wichtig, Zeit zu haben und Zeit mit sich alleine zu verbringen. Und das ist schon mit ganz viel Achtsamkeit verbunden automatisch. Und diese Zeit mit dir allein zu genießen. Ob es jetzt wie der vorhin der erwähnte Kaffee ist zum Beispiel oder die Meditation oder in die Flamme einer Kerze schauen, sowas zum Beispiel auch. Und in dieser Zeit musst du mit niemandem sprechen oder niemandem zuhören. Du kannst einfach dich mit dir selbst vertraut machen und tiefer in dich gehen und mehr dich kennenlernen, so wie du bist. Ich hoffe, ich habe dir in der heutigen Episode das Thema Achtsamkeit etwas näher bringen können und dass du jetzt vielleicht, meine Wunsch wäre natürlich klar, dass du jetzt tierisch Lust hast, ein paar der Sachen mit auszuprobieren, also ob jetzt nun die Alltagsübungen sind oder die Rituale natürlich für deine nächste Surf-Session. Also da würde ich mich riesig freuen, welche Übungen du vielleicht schon machst oder welche du ausprobiert hast, wenn du das mit mir teilen würdest, unter einem passenden Instagram-Post, den wir es auch zu der heutigen Episode auch wieder geben. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema Achtsamkeit sehr, sehr lange schon oder es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil für mich im Alltag, wie aber auch in der Surfpraxis. Und deshalb habe ich auch einen Workshop entwickelt. Ich habe ja letztes Jahr, also das Thema Achtsamkeit oder Verbundenheit mit Natur wurde für mich ja in den letzten Jahren immer größer und wichtiger, dass ich letztes Jahr eine Ausbildung als Naturtherapeutin gemacht habe, um mich noch mehr damit zu beschäftigen, welche Kraft die Natur, ne, wie therapeutisch und heilsam die Natur sein kann. Und deshalb habe ich einen eigenen Workshop entwickelt. Und den wird es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal geben. Und zwar am 9.11. in Hamburg wird es meinen ersten Mindful Surfing Workshop geben. Und zwar werden wir Mädels zusammen in einem sehr klein geschützten Raum, werde ich euch also die Kraft von den Pflanzen vorstellen, von ätherischen Ölen, wie diese in eurem Unterbewusstsein wirken, also die Kraft der Aromatherapie. Und dann werdet ihr für euch euer ganz, ganz speziellen Duft raussuchen, ein Duft, mit dem ihr resoniert. Und dann machen wir zusammen eine Mutreise, eine Kraftreise zu eurer eigenen inneren Kraftquelle, um euch mit dieser zu verbinden. Und dann werden wir danach noch im Anschluss mit diesem ganz, ganz speziellen Duft, der zu euch passt, werden wir ein nachhaltiges Surfwachs herstellen, sodass ihr bei der nächsten Surf-Session immer damit verbunden seid. Das heißt, wenn ihr euer Brett einwachst, dass ihr euch wieder mit euch verbindet als Ritual, ne? Ihr wisst, ich schaffe das, ich kann das. Also es ist eine wundervolle Technik, werde ich euch mitgeben, noch ein paar andere naturtherapeutische Übungen, wie ihr Herausforderungen oder vielleicht gewisse Ängste beim Surfen, wie ihr die überwinden könnt und mehr Vertrauen habt in eure eigene Kraft. Wenn du jetzt gerade sich das für dich interessant anhört, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Da wirst du den Workshop in meiner Biografie finden oder schreib mich an per E-Mail, per Instagram, wenn du mehr über den Workshop erfahren möchtest. Der findet, wie gesagt, am 9.11.2019 in Hamburg statt. Aktuell habe ich noch ein paar Plätze frei, also ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Der Kurs, also der Early-Bird-Preis ist schon vorbei mit 55 €. Es gibt jetzt noch das Ticket für 75 €.
Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich gerade angesprochen fühlst und dabei sein möchtest. Und des Weiteren werde ich euch noch in die Shownotes ein paar weitere Literaturempfehlungen mit reinpacken. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet euch mit dem Thema Achtsamkeit mehr auseinandersetzen und mehr noch darüber nachlesen, habe ich ein paar tolle Buchempfehlungen für euch und auch Podcast-Empfehlungen noch weitere. Zum Beispiel Andrea Morgenstern mit dem Podcast Soulflow oder Laura Maria Seiler mit Happy Holy Confident. Oder auch Sarah Desai mit The Mindful Sessions. Das sind wundervolle Podcasts, die sich sehr um das, also unter anderem auch mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen, Mindfulness. Und ich packe sie euch auch alle in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal in Ruhe drüber nachlesen und euch die anhören. Und wie gesagt, ich freue mich sehr einfach wieder, dass du mir deine Zeit heute geschenkt hast. Und hoffe, dass dir die heutige Episode Inspiration mitgegeben hat, deine nächste Surf-Session ein wenig anders vielleicht zu gestalten, bewusster zu gestalten. Und ich würde mich riesig freuen, genau, wenn du diesen Podcast bewertest auf iTunes, mir eine Bewertung hinterlässt oder auch von Herzen gerne unter dem heutigen Instagram-Post vorbeischaust und mir deine Erfahrungen zu Achtsamkeitsritualen und Surfritualen mitteilst und wie diese vielleicht deine Surf-Session bereichert haben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Take off and shine, deine Biene.